Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Gerade heute habe ich wieder die Frage gelesen auf meinem YouTube-Channel: Dirk, warst du nicht bei der iPACE-Präsentation? Wie sieht der iPACE aus? Wie ist deine Meinung dazu? In dieser ersten virtuellen Probefahrt im Jaguar iPACE werde ich dir meine Meinung, meine Einschätzung, meine Gedanken zum Jaguar iPACE sagen. Wie du weißt, habe ich schon einige Zeit ein Auge auf den Jaguar iPACE geworfen, weil das erste Auto sein könnte, was Tesla wirklich Konkurrenz macht. Denn es hat, aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, einige Dinge, in denen es sogar besser ist als ein Tesla. Oder natürlich auch wieder andere, wo es schlechter ist. In dieser ersten virtuellen Probefahrt werden wir gemeinsam durch den Prospekt gehen, uns sozusagen das Auto anschauen. Und ich werde dir zusätzlich zu den Infos, die du natürlich auch aus dem Prospekt ganz normal ersehen kannst, noch einige Insights geben. Denn der Jaguar iPACE ist in den Foren, ist in den geheimen WhatsApp, Telegram und sonstigen Messenger-Gruppen schon seit einiger Zeit großes Thema, und dementsprechend habe ich da natürlich einige zusätzliche Informationen zusammengestellt, die teilweise auch sehr überraschend sind und, ja, man muss es so deutlich sagen, den ein oder anderen Tesla-Fanboy wirklich ins Schwitzen bringen. Also das heißt, lass uns die Präsentation, das PDF, den Prospekt von Jaguar jetzt anschauen und gucken, wo der iPACE besser oder schlechter ist und was er überhaupt zu bieten hat. In diesem Video möchte ich dir die Frage beantworten: Taugt er zum Tesla-Jäger oder ist er vielleicht sogar ein Opfer von Tesla? Jaguar hatte diese Frage sich natürlich auch gestellt, und es gibt hier, wie du auf diesem Video siehst, schon einen ersten Vergleich zwischen einem Model X und dem Jaguar iPACE. Denn ja, was ist der Jaguar iPACE eigentlich? Jaguar spricht in seinem Prospekt von einem fünfsitzigen Sportwagen, sieht ihn aber, das zeigt auch der Vergleich, wohl eher so in dem SUV-Bereich, denn er ist jetzt an sich keine Reiselimousine, sondern eher ein SUV. Insofern wird der iPACE ja auch gegen das Model X getestet und nicht gegen das Model S. Aber lasst uns jetzt den Prospekt anschauen. Das Interessante bei Jaguar ist natürlich, das ist eine Automarke mit einer langjährigen Tradition, und das merkt man auch gleich an der Aufmachung. Also das heißt, man kriegt hier wirklich ein Prospekt, muss nicht alles online machen, wie zum Beispiel bei Tesla, und hat hier natürlich auch erfahrene Marketing-Leute. Allerdings muss man sagen, man merkt es an der einen oder anderen Stelle, sie sind nicht mit Elektromobilität erfahren und haben hier natürlich Fokus auf Dinge gelegt, die jetzt ein eingefleischter Elektroautofahrer nicht legen würde, weil es ihn einfach nicht so interessiert. Und bei anderen Dingen, die wirklich relevant sind für Elektroautofahrer, ja, da sind die Aussagen relativ dünn. Kriegt man selbst von der Pressestelle keine vernünftige Antwort, wenn man mehrfach nachhakt, weil einfach nicht die Kompetenz da ist. Man sieht also, gerade die traditionellen Hersteller haben hier das Problem, mit dem neuen Umfeld, mit der Elektromobilität mitzuhalten. Denn hier sind ganz andere Kennzahlen erforderlich, als das bei einem Verbrenner ist. Insofern wird der iPACE, auch wenn er ganz anders entwickelt wurde, dazu komme ich gleich noch, ja, im Prinzip als, ich sag mal, normales Auto mit Elektroantrieb vertrieben. Also nicht als Elektroauto. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz interessant, weil somit das Gesamtkonzept Auto mehr in dem Fokus steht und nicht nur der Elektroantrieb. Aber auf der anderen Seite lässt das natürlich die ein oder andere Frage offen. Der große Vorteil, den Jaguar bisher beim Entwickeln des Jaguar iPACE hat, ist, dass das Unternehmen relativ klein ist, relativ flache Hierarchien herrschen, sodass die Entwicklungsmannschaft, die ja schon seit einigen Jahren an diesem iPACE arbeitet, relativ freie Hand hatte und auch sehr schnell Entscheidungen treffen konnte. Leider haben sie nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, darauf komme ich später, aber im Großen und Ganzen ist der iPACE das kompletteste Elektroauto geworden, was es im Moment zusätzlich zu Tesla auf dem Markt gibt. Auf geht's, schauen wir uns den iPACE im Detail an. Wie bei einem klassischen Hersteller erforderlich, ist es natürlich wichtig, die bisherige Jaguar-Kundschaft darüber zu informieren, was jetzt besser, was anders, was neu bei einem elektrischen Jaguar ist.
Und dementsprechend werden hier natürlich die Vorteile eines Elektroautos, die du, wenn du ein Elektroauto fährst, egal welcher Couleur von welchem Hersteller kennst. Also sprich, man hat keinen Gangwechsel, keine Schaltpause, man hat sofort das Drehmoment da. Ne? Ab Sekunde 0 liegen hier 700 Newtonmeter an. Und es ist natürlich deutlich leichter, leiser und also es ist deutlich leiser das Fahrgefühl. Und so wie es hier im Prospekt steht, sind die Windgeräusche auch auf ein Minimum reduziert worden. Gerade bei Jaguar erwarte ich, das werde ich dann bei der Probefahrt in der Praxis auch sehen, ein ganz anderes Geräuschniveau als zum Beispiel bei Tesla. Denn dazu kommen wir später auch noch. Man merkt hier in allen Ecken und Enden, dass es ein erfahrener Autohersteller ist, der sich auch über kleine Dinge Gedanken macht, solange es, ich sage mal, um die klassischen Dinge geht. Wenn es um die Elektromobilität geht, da hakt es an der einen oder anderen Stelle noch. Aber hier hat man also das sorgefreie Fahren. 160.000 Kilometer gibt es Garantie auf den Akku, 90 Kilowattstunden hat der und 8 Jahre oder 8 Jahre, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Also das heißt, hier ist vom Akku her kein Bedenken hinsichtlich der Garantie. Man hat einen großzügigen Innenraum, das wissen wir. Ne? Der Getriebetunnel in der Mitte fällt weg. Man hat keinen großen Motor vorne. Insofern konnte die ganze Architektur sozusagen gestretched werden. Langer Radstand, kurze Überhänge, viel Raum für die Insassen. Besonders wurde da wohl auch auf die Rückbank Wert gelegt. Es ist alles einfach zu handhaben und natürlich die niedrigen Betriebskosten. Die Reichweite ist mit 480 Kilometern, die hier im WLTP-Zyklus, der ist ein bisschen konservativer als der neue europäische Fahrzyklus. Ich gehe nachher nochmal genau drauf ein. Also 480 Kilometer sind hier erreichbar. Und was natürlich für dich als Elektroautofahrer oder Interessierten in die Elektromobilität besonders wichtig ist, dieses Auto kann schnell laden und damit meine ich richtig schnell. Dazu kommen wir auch gleich. Also hier wird dann erstmal die Technik erklärt vom Elektroauto. Wir haben einen Front- und Heckmotor. Was hier ganz interessant ist, dass beide sozusagen die Hälfte der Systemleistung sich teilen. Das heißt, jeder hat 200 PS. Und das Spannende, auch noch ein großer Vorteil gegenüber Tesla, der vordere Motor kann mit 150 kW, also mit nahezu seiner gesamten Motorleistung rekuperieren. Beim Tesla ist es ja so, dass die Rekuperationsleistung relativ bescheiden ist für die Fahrzeuggröße und Akkugröße. Da bin ich vom i3, der ein Drittel des Akkus hat oder die Hälfte des Akkus hat, je nachdem, was du für ein Auto fährst, ganz andere Werte gewöhnt. Bei Tesla, ja, kommst du nicht häufig über 70, 75 kW Rekuperationsleistung. Hier hast du die doppelte Leistung. Das heißt, du kannst mehr Energie wieder zurückgewinnen, wenn du das Fahrzeug abbremst bzw. vom Fahrpedal gehst. Es gibt natürlich ein Bordladegerät, ist klar. Hier wird noch erklärt, wann Wechsel in Gleichstrom umgewechselt wird, was es für eine Batterie ist. Wir haben hier eine Lithium-Ionen-Puchzellen. Batterien, die eine hohe Energiedichte speichern kann. Und wir haben einen Ladeanschluss, der vorne links, also auf der Fahrerseite, im Kotflügel ist. Dazu später vielleicht noch mehr. Ich werde wahrscheinlich, ich muss mal gucken, wie lang das Video wird mit der ersten Probefahrt, einzelne Aspekte nochmal im Detail für euch herausarbeiten, weil ansonsten das sehr lang wird. Denn ihr wisst, ich bin Freund von kurzen, knappen Videos. Mehr als 20 Minuten mache ich ungerne. Dadurch, dass das Auto so umfangreich, so spannend ist, wird es natürlich schwierig, hier bei 20 Minuten zu bleiben. Dann haben wir natürlich die ganzen wesentlichen Faktoren vom Jaguar in der Überblick. Wie gesagt, das ist ein erfahrener Autohersteller. Das heißt, wir müssen uns hier keine Gedanken machen über fehlende Apps. Also es ist alles komplett vernetzt. Wir haben eine integrierte Technologie. Also wir haben verschiedene Displays, dazu komme ich gleich noch. Wir haben natürlich eine perfekte Anbindung deines Smartphones. Wir haben einen großen Kofferraum und ein dramatisches Exterieur und natürlich ein perfektes Interieur. Hier kannst du schon mal einen ersten Blick werfen. Das Auto sieht relativ kompakt aus. Wir kommen nachher mal zu den Außenmaßen. Für dich vorab schon mal 4,70 Meter ist es lang. Aber durch den sehr extrem langen Radstand für diese Außenlänge ist natürlich auch viel Platz im Innenraum. Hier wird auf
wirklich jedes Detail wertgelegt. Das siehst du hier bei dem Kühlergrill zum Beispiel. Die Neigung des Kühlergrills ist entscheidend für die Aerodynamik. Das wurde mit berücksichtigt. Der Kühlergrill ist flexibel. Das heißt, nur wenn der Akku zum Beispiel Kühlung braucht, wird die Luft reingelassen. Ansonsten, wenn er sie nicht braucht, wird der Kühlergrill zugemacht, damit eben die Aerodynamik noch etwas besser ist. Also hier hat man sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht, bis ins kleinste Detail wurde das umgesetzt, sodass das Auto dann auch auf die aerodynamischen, ja, Optimalwerte zugeschnitten worden ist. Deswegen ist das Heck auch entsprechend gestaltet, ein abruptes Ende, sodass die Luft dort sauber abfließen kann. Wir haben natürlich einen sehr hochwertig verarbeiteten Innenraum. Aktuell gibt es jetzt hier nur die Maße mit Panoramadach. Ich weiß nicht, ob die Kopffreiheit da höher oder geringer ist. An sich ist sie schon mal ganz gut, so mit 1,01 Meter. Das ist für mich ja immer interessant, weil ich ja 2,06 Meter bin. Insofern gucke ich auf solche Maße immer als erstes. Optimal sind für mich 104 Zentimeter, aber mit 101 kann ich da auch schon ganz gut arbeiten. Du hast den von Jaguar gewohnten sehr hochwertigen Innenraum, also die Verarbeitung der Sitze ist sehr gut. Ich hatte auf meinem YouTube-Kanal von jemand, der bei der Präsentation dabei war in Düsseldorf, da konnte ich ja leider nicht hin, weil ich einen anderen Termin schon hatte. Und der hat sich den Innenraum angeschaut, der war nicht ganz so begeistert. Ich werde mein Urteil dazu euch geben, wenn ich ihn mir live angeguckt habe. Auf den Bildern sieht er natürlich sehr hochwertig aus und ich denke mal, dass man von Jaguar das auch erwarten kann. Wir haben hier, das finde ich persönlich immer klasse, Drehräder zum Stellen. Das heißt, in diesem Bereich der Mittelkonsole, wo eben halt auch nochmal ein Display zu sehen ist, kann ich kurz mit der Hand einfach die Temperatur verstellen. Das ist zum Beispiel bei einem Tesla ziemlich lästig. Da muss man immer auf den Touchscreen in Halbgrad-Einstellung touchen. Und das ist nicht so einfach, wenn man nicht hinguckt, aber so ein Stellrad, das kann jeder blind bedienen. Die Heizung, also wie gesagt, ich werde nachher nochmal ins Detail gehen in anderen Videos. Musst du dir vorstellen, ist alles, was du brauchst, von Lufterfrischer bis 4 Zonen Klimaanlage. Du hast hier alles, was das Herz begehrt. Es gibt auch die Faktoren, die für dich als Elektroautofahrer interessant sind, nämlich Sitzheizung, Lenkradheizung, Windschutzscheibenheizung, so jetzt habe ich es, und die Möglichkeit, über die Wärmepumpe Energie zu sparen. Schauen wir uns die Motoren an. Wenn wir uns die Informationen im Detail anschauen. Also wir haben 400 PS aufgeteilt auf zwei Elektromotoren. Wir haben immer Allradantrieb. Die Batterie hat 90 Kilowattstunden. Ich habe jetzt aus internen Quellen gehört, dass davon 84 Kilowattstunden nutzbar sind. Das heißt also relativ viel nutzbar. Beim Tesla ist das ein bisschen weniger, bei dem 90er Tesla. Bei meinem 75er habe ich ja 72,6. Das nur mal so am Rande. Die Reichweite habe ich mal ausgerechnet im Vergleich zu unserem BMW i3. Da weiß ich ja auch den WLTP-Zyklus und weiß, was in der Praxis realistisch ist. Und du kannst über den Daumen gerechnet so ungefähr 20% abziehen. Das heißt, bei 480 Kilometer Reichweite, wenn du 20% abziehst, bist du bei 384 Kilometern. Oder beim Verbrauch von 25,44 Kilowattstunden, 100 pro 100 Kilometer, im Zyklus sind es 21,2. Das ist ein durchaus realistischer Wert. Ich habe ja das Model X auch Probe gefahren in verschiedensten Situationen, verschiedenste Modelle. Und ja, so ein Verbrauch im Sommer von 25, 26 Kilowattstunden ist da realistisch, im Winter dann entsprechend mehr, eher so um die 30 und mehr. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 Kilometern und die Beschleunigung bei 4,8 Sekunden. In dem Video, den Link findest du wie üblich in meinen Videos unten in der Beschreibungsbox, in diesem Duell zwischen Model X und dem I-Pace, hat der I-Pace sogar das Model X 100D geschlagen. Sprich, er kommt richtig schnell von der Stelle und beschleunigt auch. Das heißt, also eine halbe Wagenlänge hatte er Vorsprung vor dem Model X 100. Und das ist schon erstaunlich von den Fahrleistungen. Also dieses Auto geht richtig ab.
Spannend ist auch beim iPace, dass du hier wirklich das gesamte Arsenal der Jaguar Land Rover Fertigkeiten hast. Du hast natürlich Allradantrieb. Du hast All-Service Progress Control. Das heißt, auch wenn du auf Schlamm, Schnee, nassem Gras, Eis und so weiter eine konstante Geschwindigkeit haben willst, ich nenne es mal Geländetempomat, dann kannst du einfach eine Geschwindigkeit einstellen und das Auto fährt durch das unwegsame Gelände, so wie du willst. Du hast eine auf die Fahrbahnbedingungen, also zum Beispiel Kopfsteinpflaster, Asphalt, sich einstellende Anti-Schlupf-Regelung. Du hast eine Anfahrhilfe, Bergfahrhilfe, du hast ein adaptives Fahrwerk, was sich anpasst, du hast eine elektronische Luftfederung. Also du hast wirklich das gesamte Arsenal und so im Vergleich zum Model S, da hast du jemand einfach nur eine Luftfederung, die nach oben und unten verstellbar ist. Auch geschwindigkeitsabhängig, das ist natürlich ganz gut, aber du kannst nicht die Härte der Federn einstellen. Hier kannst du zum Beispiel ein Sportprogramm auswählen, was dann für sportliches Fahrwerk sorgt, das Ansprechverhalten nochmal ändert, die Lenkwinkel verkürzt und so weiter. Bisher haben wir uns ja im klassischen Bereich eines Autoherstellers bewegt und da merkt man auch richtig, da hat sich Jaguar richtig ausgetobt. Jetzt kommen wir zum Laden. Laden ist die große Stärke und ich sage mal aktuell noch eine Schwäche vom Jaguar. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl Gleichstrom, also die Schnell- oder Ultraschnellladesäulen, als auch Wechselstrom. Was meine ich damit? Du kannst den Jaguar I-Pace über Gleichstrom aufladen und zwar mit bis zu 100 Kilowatt Ladeleistung. Das ist so viel, wie kein anderes Elektroauto, mit Ausnahme von Tesla, bietet. Das Interessante versteckt sich eher, ich sag mal, in unserer Nebeninformation. Diese Nebeninformation finden wir hier auf dem Video, auf einer kurzen Präsentation von 1 Minute 52. Da steht nämlich 0 bis 80% in 40 Minuten. So, wenn du das nachrechnest, 40 Minuten, 80%, dann kommst du auf eine Ladeleistung, eine durchschnittliche Ladeleistung von 100 Kilowattstunden. Genau gerechnet sogar 100,8. Ich denke mal, diese 84 Kilowattstunden nutzbarer Speicher sind eine Schätzung. Wie gesagt, es ist kein offizieller Wert. Aber das heißt, also du hast eine Ladekurve, die ist der Hammer. Die habe ich bei keinem anderen Elektroauto gesehen. Denn von 0 hast du 100 kW bis 80% hast du 100 kW. Nahezu wie ein Tafelberg. Nun, du kennst aus meinem Video mit dem Model S, dass du beim Model S die Ladekurve, also beim S75 zum Beispiel, erst ab 10% State of Charge wirklich die hohe Ladekurve hast. Denn mein Model S75 kann ja maximal mit 98 kW laden. Und diese 98 kW gehen auch, ja, je nach Rahmenbedingungen so bis 45, 50% State of Charge und dann geht es schon runter. Das heißt also, obwohl in der Spitze Model S 75 und der I-Pace sehr eng beieinander sind, ist im Endergebnis der I-Pace deutlich vorne. Denn wenn er die ganze Zeit mit 100 kW lädt, hat er natürlich in den 40 Minuten viel mehr geladen, als jetzt mein Model S in dieser Zeit laden würde. Also das ist die Hammer-Nachricht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das ist die Problematik, dass die Ladeinfrastruktur für die Ultraschnellladesäulen oder Ladesäulen mit 100 kW oder mehr als 100 kW ist relativ überschaubar noch, aber das Netz wird gerade massiv ausgebaut. Also das heißt, hier ist der I-Pace auf jeden Fall für die Zukunft gesichert und wenn du dir meine Videos angeschaut hast von dieser Woche, dann weißt du, dass auch die Prognosen eindeutig sagen, der 150 kW-Lader wird die Zukunft sein, dass was sozusagen jetzt der 50 kW-Lader ist, wird in Zukunft der 150 kW-Lader sein. Das heißt, das ist das Einstiegsladeleistungsminimum, was in Zukunft zur Verfügung stehen wird. Und da kann der Jaguar I-Pace dann aus dem Vollen schöpfen. Wo er sehr schwächelt, also ich dachte echt, ich lese nicht richtig, ist wieder Wechselstromlader. Beim Wechselstrom kann er nur einphasig laden. Das heißt, wir reden über 7,2 Kilowattstunden. Das heißt, bei einem 90 Kilowattstunden Akku, von dem 84 Kilowattstunden nutzbar sind,
braucht hier der 7 kW-Lader, also wenn du einen an einer 11 kW-Wechselstrom-Ladesäule Typ 2 lädst oder an einer 22 kW-Ladesäule, der braucht dann für 35 Kilometer Reichweite nach dem Weltzyklus, braucht der eine Stunde. Und Jaguar schreibt im Prospekt immer wieder an verschiedenen Stellen, dass sie Parallelen zum Pendlerfahrzeug suchen. Das heißt, der Jaguar ist im Prinzip ein fünfsitziger Sportwagen zum Pendeln. Da verstehe ich Jaguar einfach nicht. Na, wie kann man ein so tolles Auto bauen und dann an dieser Stelle so schwächeln? Und da merkt man einfach, dass Ingenieure da dran waren, die noch nicht täglich Elektroauto auf der Langstrecke fahren und solche wichtigen Sachen vergessen. Nur ganz kurz, ich werde dazu nochmal ein extra Video machen. Was bedeutet das? Ne? Ich nehme mal meine Beispielstrecke Kiel, Berlin und zurück. Ne, ich habe auf der Strecke zum Beispiel in Wittenburg schon einen Lader, der CCS 80 kW laden kann. Das heißt, ich könnte dann bis 80% von 0 bis 80 schon mal mit 80 kW laden. Das wäre schon mal ganz gut. Jetzt komme ich aber in Berlin an. Wahrscheinlich muss ich vorher auch noch mal kurz laden. Das muss ich noch mal ausrechnen. Das werde ich im extra Video machen. Aber jetzt komme ich in Berlin an, habe einen relativ leeren Akku und will natürlich während meiner 2, 3 Stunden, die ich im Geschäftstermin bin, das Auto aufladen. Na, mit dem Tesla habe ich eine Ladeleistung von 16,5, nachdem ich ihn erhöht habe, aber mindestens 11. Rechnen wir also einfach mal mit 16,5 Kilowattstunden. In 3 Stunden habe ich dort schon 49,5 Kilowattstunden geladen. 16,5 mal 3. Das heißt, mit diesen 49,5 Kilowattstunden komme ich ungefähr 200 Kilometer weit. Wenn ich das gleiche jetzt mit dem I-Pace mache, habe ich 21,6 Kilowattstunden geladen. Das heißt, ich komme noch nicht mal 100 Kilometer weit. Und das ist halt der große Unterschied. In der Stadt, ich werde das im Detail dann nochmal zeigen, hast du einfach nicht so viele Schnellladestationen, dass du das Auto da problemlos aufladen kannst. Aktuell sind noch viele mit 50 kW-Ladeleistung. Das heißt, hier könnte man dann eben die 50 kW pro Stunde laden. Das heißt, um auf die 80% zu kommen, braucht man im Prinzip so um die 1 Stunde 20 Minuten. Die gute Nachricht bei dem Thema ist, in der nächsten Version vom I-Pace soll der Wechselstromlader aufgerüstet werden. Leider wusste die Pressestelle nicht, wie viel, ob es ein 11 kW-Lader wird oder 22 kW-Lader, aber es soll auf jeden Fall schneller werden. Also hier nochmal mein Appell an euch von Jaguar, wenn ihr zuguckt, spart nicht an dieser Wechselstromladung. Klar, fürs Pendeln zu Hause in der Garage ist es kein Problem. Ihr rechnet das vor, wenn man den am Schuko-Stecker über Nacht lädt, reicht es, um 60 Kilometer zu fahren. Aber gerade wenn man in der Stadt unterwegs ist und eben in überschaubarer Zeit aufladen will, dann braucht man schnellen Wechselstrom. Denn aktuell gibt es noch nicht so viele Schnellladegeräte. Ne? Wir sind hier nicht in Oslo. Da habe ich bei vielen Supermärkten einen CCS-Schnelllader gesehen. Mit 50 kW ist das kein Thema. Aber hier in Deutschland ist das anders. Hier haben wir das Problem, dass das Ladenetz eben auf Wechselstrom bei den Destination Chargern aufgebaut wird. Und da ist es wichtig, schnell aufgeladen zu werden. Denn wenn ich von A nach B fahren will, und dann wieder zurück, brauche ich auch vor Ort die schnellstmögliche Ladung. Ein Blick aufs Infotainment. Da sind wir ja von Tesla, aber auch von anderen Autoherstellern mittlerweile verwöhnt. Wir haben große Bildschirme. Wenn man sich die Zahlen hier durchliest für die Kombi-Instrumente, für das zentrale Display und das untere Display, hören die sich ganz gut an. Es ist aber anders aufgeteilt. Nur du hast eben ein einstellbares Kombi-Instrument, wo du deine Informationen so präsentieren lassen kannst, wie du sie gerne hast. Du hast ein zentrales Display, wo man zum Beispiel, das kannst du hier ganz gut sehen, das aufteilen kann für verschiedene Themen. Du kannst sehr viel individuell für dich einstellen, also die Apps rauf hervorholen, die du haben willst, einen persönlichen Startbildschirm. Du hast hier im unteren Bereich noch ein Display, wo du zum Beispiel die Einstellung für die Sitzbelüftung und Temperatureinstellung der Klimaanlage sowas vornehmen kannst. Also das ist sehr gut gelöst. Und du hast eben auch in dem I-Pace ein Head-Up-Display, was zum Beispiel ja beim Tesla aktuell nicht möglich ist. Soundpaket ist natürlich auch perfekt, also das heißt, hier ist für alles gesorgt. Hier merkt man wieder den klassischen Autohersteller, der genau weiß, was wichtig ist.
Also bei der Konnektivität musst du keine Abstriche machen. Ne? Du hast punktgenaue Bedienungen zum Drauftippen, du hast personalisierte Startseiten, du hast interaktive Seitenelemente des Multimedia-Systems natürlich komplett eingebaut. Du kannst dein Smartphone damit ranpacken. Du hast auch eine App. Also das heißt, du kannst über die App die Ladung steuern, du kannst das Auto aufmachen, hupen, Licht anmachen, abschließen. Du kannst es auch auf deiner Smartwatch bedienen. Du hast einen direkten Link zum Pannenservice, SOS-Notruf. Du kannst die Reiseinformationen überprüfen. Also es das heißt, hier ist wirklich bis ins kleinste Detail alles durchdacht. Genauso das Navigationssystem. Das Navigationssystem ist ja bei Tesla ein großer Kritikpunkt. Elon hat ja gesagt, es kommt was Neues, was alles in Schatten stellen wird. Ich denke mal, es wird schwierig, ne? Denn hier geht die Navigation nicht nur bis zu dem Platz, wo dein Auto stehen bleibt, sondern weiter. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, wenn du an Hausnummer 10 deinen Termin hast, aber in der anderen Straße woanders parken musst, weil kein Parkplatz direkt vor dem Haus ist, dann sendet das Navigationssystem die Route für deinen Fußweg auch noch auf dein Smartphone, sodass du dann auch den Weg vom Auto zum wirklichen Ziel findest. Das nur so als kleine Information. Natürlich hast du 4G-Internetzugang, du kannst bis zu 8 Geräte über Wi-Fi, über deinen Wi-Fi-Hotspot mit einbinden. Du hast smarte Settings, also das heißt, das Navigationssystem merkt sich, was du am häufigsten abfragst und brauchst. Also es ist wirklich sehr umfangreich, was du hier mit dem Navigationssystem machen kannst. Und natürlich kannst du dein Smartphone, sei es iOS, also Apple oder Android, problemlos einbinden. Du kannst über CarPlay oder Android Auto heißt das, glaube ich, oder Car das alles einbinden. Das ist überhaupt gar kein Problem und überall gibt es auch immer noch mal so ein paar Knöpfe, das finde ich ganz interessant, sodass man eben halt die Geräte starten kann und nicht nur auf Touchscreen angewiesen ist. Bei den Fahrassistenten schöpft Jago natürlich auch aus seinem Baukasten, aus dem Vollen. Es gibt Notbremsassistenten, Geschwindigkeitsregelungsanlage, also Tempomat mit Höchstgeschwindigkeit, du hast einen Aufmerksamkeitsassistent, Spurhalteassistent, die Verkehrszeichen werden entdeckt, du hast einen adaptiven Geschwindigkeitsbegrenzer, das heißt, wenn ein Verkehrszeichen entdeckt wird, was unterhalb deines eingestellten Tempolimits ist, wird die Geschwindigkeit reduziert, Rückfahrkamera. Ich rede jetzt nur von der Serienausstattung. Also das ist alles mit drin. Dann hast du in der Serienausstattung auch noch das Parkhilfe-Paket. Also du musst nur noch Gas geben und bremsen. Die Lenkung übernimmt das Fahrzeug. Und in vielen kleinen Details merkst du, wie ausgearbeitet das Auto ist. Das finde ich sehr interessant. Zum Beispiel gibt es ein Tote-Winkel-Warnsystem bei der Türöffnung für die Rücksitzbank. Das heißt also, wenn du hinten sitzt, hast du eine Lampe an der Seite, die dir anzeigt, bevor du die Tür öffnest, dass da ja zum Beispiel ein Radfahrer oder ein Auto kommt. Nur mal so als kleines interessantes Detail. Du hast auch eine 360 Grad Parkhilfe. Also das heißt, es wird rund ums Auto gezeigt. Dann natürlich die typischen Fahrerassistenzsysteme mit Stauassistent, noch extra Notfallassistent für hohe Geschwindigkeiten. Und das hätte mich zum Beispiel interessiert, hätte der den Wildunfall, den ich mit meinem Tesla hatte, verhindern können oder nicht? Du hast einen Totalwinkel-Spurassistent inklusive Näherungssensor. Und bei dem größeren Paket hast du auch noch einen Lenkassistent. Also das heißt, du kannst nahezu autonom fahren. Also ich stelle mir das so vom Umfang vor, wie das beim Model S, beim Autopiloten ist. Muss man natürlich dann in der Praxis schauen, wie das System funktioniert, wie es reagiert und ob es wirklich so viele Stärken hat, wie hier geschrieben wird. Denn denkt bitte dran, was ich hier erzähle, ist alles auf der Basis des Prospekts. Ich habe das Auto nicht gefahren. Wir müssen sozusagen gucken, was dann in der Praxis wirklich dabei rauskommt. Spannend wieder für Elektroautofahrer ist ja, weil die Energie viel wertvoller ist, dass hier möglichst viele effiziente Technologien eingebaut sind. Wir haben natürlich das Design, was
den CW-Wert auf 0,29 reduziert. Das ist relativ gut. Wir haben sehr effiziente Motoren. Elektromotoren sind ja sowieso effizienter als die von Verbrennungsmotoren. Wir haben diese aktiven Kühler, Grill-Lamellen, von denen ich gesprochen habe, dass die Lüftung nur, wenn der Akku wirklich die Luft braucht, angestellt wird, sonst stromlinienförmig verschlossen sind. Wir haben einen Eco-Modus, der bestimmte Verbraucher reduziert, sodass die Reichweite sich verlängert. Wir haben die Luftfederung, die das Auto absetzt, senkt, wenn es mehr als 105 km/h fährt, also etwas längere Zeit, um den Verbrauch zu reduzieren. Wir haben das regenerative Bremssystem, hier wie gesagt mit 150 kW Rekuperationsleistung. Und wir haben eine Wärmepumpe, das ist ganz wichtig, das kann ich gar nicht genug sagen, denn gerade wo ich das Video aufzeichne, sind so minus 6 Grad in der Sonne draußen. Heute Nacht waren fast minus 9 Grad hier in Schleswig-Holstein, das ist sehr kalt. Insofern, gerade gestern habe ich mit einem Freund gesprochen, der den Nissan ENV fährt, und er meinte, es ist eine Qual, ne? 30 Kilometer schaffen sie im Moment mit dem Auto. Wenn der heizt und an der Steckdose steht, kommen sie gar nicht mit dem Laden hinterher, weil die Heizleistung mehr verbraucht, als die Steckdose liefert. Also das heißt, wenn du keine Wärmepumpe hast in kälteren Umgebungen, dann geht das richtig auf die Reichweite. BMW spricht hier bei der Wärmepumpe, die wir im i3 haben, von 20 bis 30% mehr Energie, die man hat, wenn man eine Wärmepumpe hat. Also das heißt, die Wärmepumpe hier nutzt nicht nur die Umgebungsluft, sondern auch die warme Luft der elektronischen Komponenten, sodass dann insgesamt einfach mehr Wärme zur Verfügung steht und du natürlich dann auch mehr Reichweite hast. Sicherheit, denke ich, ist klar. Das wird hier ganz groß geschrieben. Du hast verschiedenste Sicherheitssysteme, was die Ausbrechmöglichkeiten von Fahrzeugen angeht, den Bremsweg verkürzt, den Aufprall verhindert oder abmindert. Also das ist alles hier eingebaut, und natürlich hat der I-PACE auch serienmäßig LED-Scheinwerfer. Im Basismodell, sprich, sind die LED-Scheinwerfer schon eingebaut, aber du kannst im Basismodell, das finde ich ganz gut, ich habe natürlich auch ein paar Konfigurationen vorgenommen, auch immer die Sonderausstattung dazu buchen. Beim LED-Licht wäre das zum Beispiel, dass du dann LED-Licht mit einer höheren Ausleuchtung bestellen kannst, oder auch das Matrix-LED-Licht. Das heißt, mit intelligentem Fernlicht, dass dann das entgegenkommende Fahrzeug oder auf das du auffährst, ausgenommen wird aus dem Licht und drumherum sozusagen nur geleuchtet wird. Und du hast dann auch noch bessere Ausleuchtung als bei dem anderen LED-Licht. Also das heißt, hier wird die Sicherheit groß geschrieben. Selbst der Fußgänger, wenn er auf die Motorhaube knallt, hat hier einen Aufprallschutz, also ein Airbag sozusagen. Also hier ist rundum alles bedacht worden. Jaguar spricht hier so schön von der Alltagstauglichkeit bis ins kleinste Detail durchdacht. Mit Einschränkung muss ich sagen, wie gesagt, Wechselstromladung muss schneller sein. 7,2 kW sind nicht alltagstauglich bei einem 90 kWh Akku. Die sind auch bei kleineren Akkus nicht alltagstauglich, aber hier auf jeden Fall nicht, ne? Denn mit der Schnellladung macht ihr den Jaguar im Gleichstrombereich langstreckentauglich. Mit der Wechselstrom-Schnarchladung reißt ihr im Prinzip das, was ihr so Tolles aufgebaut habt, mit dem Hintern wieder ein. Also hier so schnell wie möglich nachbessern, am besten auch für die ersten ausgelieferten Modellen, dass man das im Nachhinein noch aufrüsten kann. Variabilität optimal, du hast 60-40, du kannst da alles umklappen, die Stauraummöglichkeiten sind phänomenal, also selbst unter der Rücksitzbank gibt es Fächer, die du nutzen kannst. Auf dem kleinen Raum ist so viel wie möglich nutzbar gemacht. Die Mittelkonsole zum Beispiel hat 10 Liter Stauraum drin. Also hier merkt man wieder den klassischen Autohersteller und die verschrobene Art von Elon, wenn man das mit dem Tesla vergleicht, der dann mit Mühe und Not ein Ablagefach in der Mitte hat, in den Türen beim Model S nichts zu finden ist und beim Model X natürlich auch nicht. Es gibt drei Ausstattungspaketen, S, SE und HSE. Was ich, wie gesagt, gut finde, ist, dass man auch das S-Paket mit den spezifischen Dingen, die man haben möchte, ausrüsten kann,
und nicht gezwungen wird, dass man zum Beispiel, weiß ich was, das LED-Licht nicht nehmen kann für das Basismodell, dann gleich ins mittlere Modell gehen muss und so weiter. Wenn wir die drei Modellreihen vergleichen, dann sieht man, dass selbst das S-Modell relativ gut ausgestattet ist. Das heißt, sie zum Beispiel bei den Scheinwerfern hat sie halt nicht die besonders starken mit der LED-Tagverlicht-Signatur. Die Außenspiegel sind zum Beispiel nicht anklappbar elektrisch. Bei den Sportsitzen hast du Lutex, also wahrscheinlich so ein Textil sein, die manuell fach verstellbar sind, aber da kannst du die Sitze dann auch wieder hinzufügen. Und bei den Fahrerassistenzsystemen hast du nur das Parkhilfe-Paket, kannst aber auch einzelne Sachen wieder dazu buchen. Vom Dach her gibt es drei Möglichkeiten: Dach in Wagenfarbe, Kontrastfarbe und Panorama. Innen gibt es auch einige Möglichkeiten. Felgen gehe ich jetzt nicht ins Detail. Sitze, da hast du auch alle Möglichkeiten der Auswahl von den Performance-Sitzen über Ledersitze. Im Innenraum kannst du verschiedene Elemente wählen. Und das Interessante ist, dass du, wie gesagt, hier kommt wieder der klassische Hersteller, viele verschiedene Sonderausstattungen hast. Du hast zum Beispiel ein Heck. Gepäckträger fürs Fahrrad, du hast natürlich einen Dachgepäckträger, du hast aber auch die Möglichkeiten, Dinge zu sortieren, wie zum Beispiel Kleiderbügel, Haken, gibt es alles nicht beim Model S. Du kannst natürlich Kindersätze einbauen und so weiter. Selbst im Laderaum, das sieht man jetzt hier nicht, aber im Laderaum hast du so ein Schienensystem, was du dazu kaufen kannst. Du kannst ein Gitter einbauen, ein Netz. Wenn ihr keinen Tesla fahrt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum sich Doug darüber so freut. Aber es ist immer so, bei Tesla gibt es nichts, keine Befestigungsmöglichkeiten für irgendein Netz, du hast keine Laderaummanagementsysteme. Beim Model X mit dem Sechssitzer hast du ein riesen Loch in der Mitte, dass schon einige da anfangen, sich irgendwie so ein L-förmiges Laderaummanagementsystem selber zu bauen, weil sie einfach keine sichere Laderaum Möglichkeiten haben und die Dinge durch das Auto fliegen. Und das ist natürlich richtig gefährlich. Also, das ist alles beim Jaguar mit dabei. Über eine Anhängerkupplung habe ich noch nichts gesehen. Ich befürchte mal, die gibt es auch nicht. Aber das ist eine Sache, die noch offen ist und geklärt werden müsste. Schauen wir uns die Abmessungen an. Wir haben 4,70 Meter von der Länge über die Spiegel. Das ist immer das, was mich interessiert. 2,139 Meter. Das heißt, viele Autobahnbaustellen kannst du links fahren. Die sind ja mittlerweile 2,20. Bei 2,10 kannst du dich, denke ich mal, jetzt nicht weiter sagen, durchaus durchschummeln, auch wenn es nicht erlaubt ist. Aber zumindest hast du nur 4 cm mehr. Ne? Das Model S hat ja 2,185 Meter. Das sind dann schon wieder paar Zentimeter mehr, also 4,5, und dann wird es schon eng. Die Höhe ist auch überschaubar mit 1,55 Meter und du hast relativ viel Stauraum für die Größe, ne? Also das heißt, wenn du die Rücksitze aufrecht stehen hast, dann hast du ein Laderaumvolumen von 638, das ist, wenn du einen Subwoofer hast, bis 656 Liter. Zwischen den Radkästen, also du hast mehr oder weniger so ein Quadratmeter Grundfläche, ne? 1,06 Meter breit, 97 cm tief, also einen praktischen Laderaum. Und wenn du die Rücksitze umklappst, dann hast du eine Breite von 1,24 im Maximum und die Höhe von 73 cm. Die Laderaumlänge an sich ist 1,79 oder 1,80. Also eine durchaus beeindruckende Dimension, wenn man sich die Außenmaße anguckt. Wie gesagt, 4,70 Meter, das ist nicht so viel. Und das Interessante ist natürlich, der Wendekreis ist auch relativ überschaubar mit 11,98 oder 12,40 Meter, wenn man es außen misst. Also hast du hier einen sehr kompakten, gefühlt kompakten Wagen, der einiges an Passagieren und Gepäck transportieren kann, allerdings mit einer kleinen Einschränkung, denn ich hatte dann hier mal kurz nachgerechnet, zulässiges Gesamtgewicht und Gewicht, ja, 462 Kilo kannst du zuladen. Wenn ich mir dann überlege, fünf Personen, vielleicht nicht nur Kinder drin, dann wird es schon schwierig mit dem Gewicht, also kommt man schnell ans zulässige Gesamtgewicht. Gut ist, dass die Strafen
bei der Überschreitung des Gesamtgewichts erst bei, wenn ich mich richtig erinnere, 15% des Gesamtgewichts spürbar beginnen. Also das heißt, hier musst du gucken, wenn du wirklich vollgepackt mit Kind und Kegel fahren willst, dass du nicht überlädst. Auf dem Dach die üblichen 75 Kilogramm Dachlast. Also das ist ein wirklich rundes Auto. Was ist mein Fazit? Denn wir sind jetzt mit dem Prospekt durch. Mein Fazit ist, der Jaguar I-Pace ist im Moment das beste Elektroauto, was es auf dem Markt gibt, mit wenigen Einschränkungen. Wie gesagt, die Lademöglichkeit vor Ort an der Typ-2-Säule ist einfach zu klein. Dafür hat er den schnellsten Gleichstromlader, den es im Moment auf dem Markt gibt, neben Tesla. Selbst im direkten Vergleich zu Tesla hat er eine sehr gute Ladekurve, zum Beispiel zumindest auf dem Papier. Das werde ich mir natürlich in der Praxis angucken, ob der wirklich von 0 auf 80 dann mit voller Leistung lädt. Und er hat hier wirklich das kompletteste Paket aus, ich sag mal, historischen Wissen und Fertigkeiten eines Autobauers in Kombination mit der Elektromobilität. Denn fairerweise müssen wir sagen, das ist das Erstlingswerk. Also Jaguar hat ja hier wirklich von null angefangen, das Auto komplett nur als Elektroauto konzipiert und nicht einfach nur einen Akku reingeschraubt. Und dafür ist es eine wirklich gelungene Vorstellung, ein wirklich gelungener Erstling und insofern für mich auf jeden Fall eine Empfehlung. Was habe ich vergessen? Die Preise. Auch die Preise sind interessant, wenn man sich in dem Bereich Tesla Model S und Oberklasse Limousinen, Sportwagen bewegt. Denn die Preise beginnen bei um die 80.000 und gehen so auf 100, 110.000, je nachdem, was man alles mit reinnimmt. Also das heißt, hier stimmt für mich Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Papier. Wie gesagt, muss ich mir noch in der Praxis angucken. Es ist natürlich nicht ein Auto für jedermann, aber Jaguar fährt nicht jedermann. Also im Rahmen seiner Zielgruppe, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat Jaguar hier wirklich ein sehr interessantes Elektroauto gebaut. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute hat es nicht geklappt mit den 20-Minuten-Regeln. Es waren einfach zu viele Informationen. Wie gesagt, ich werde trotz dieses sehr umfangreichen Videos nochmal ins Detail gehen, einzelne Punkte direkt rausnehmen, denn es gibt so viele Informationen, selbst aus den wenigen Unterlagen, die ich habe, die ich dir natürlich aufgrund meiner Erfahrung geben kann. Insofern wird es viele weitere Videos zu diesem Auto geben im Vergleich mit meinem Model S, mit dem BMW i3 vielleicht, je nachdem, in welcher Kategorie dort die Vergleichsmöglichkeiten sind. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Erzähl deinen Freunden von dem Video, von meinem Kanal. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Kanal und vor allen Dingen stell hier oben über die Glocke die Benachrichtigung ein, denn so kriegst du jeden Tag um 18 Uhr die Nachricht, dass wieder neue Infos auf dem E-Auto-Vlog von Dirk Henningsen zur Verfügung stehen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich über deine Kommentare. Gib mir deine Einschätzung zum I-Pace und vielleicht hast du auch einen Vergleich mit deinem Elektroauto. Was denkst du ist besser vom I-Pace im Vergleich zu dem Auto, was du fährst? Oder was fehlt dir, wenn du noch kein Elektroauto hast, dass du sagst, wow, das möchte ich jetzt doch gerne ausprobieren und der I-Pace ist genau das richtige Auto. Ich freue mich auf deine Kommentare. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr. Bis dann, dein Dirk Henningsen.